Achso, Immun ist da auch ein bisschen. Ich bin bereit. Das Problem ist, wir können es nicht bannen. Ne? Können wir nicht. Aber wir haben jetzt das rote Öl. Wenn man über den korrekten Zunder verfügt, ist diese Flüssigkeit der Fackel leuchtend rot brennt. Jo. Ich warte. Ja. Frag nur. Ah, ich weiß, wie ich das Problem löse. Es ist eh mal wieder Zeit. Ich warte, was möchtet ihr? So. Und wieder zurück. Erzählt mir mehr davon. Ja. Keine große Herausforderung. Jetzt sind alle wieder gesund und munter und wir haben den Elefanten-Dungeon besser hinter uns gebracht als erwartet. Gott sei Dank hatte ich zweimal chaotische Befehle. So, jetzt dann wieder hier unten hin. Ah, sie brennen noch. Gut. Was immer ihr wünscht. Ja, nichts mit der Fackel tun. Sondern die bitte rot anzünden. Jetzt zündet die Fackel. Und die bitte rot anzünden. Fackel. Und die bitte rot. Ich warte. Ja, die Fackeln wurden korrekt angezündet und das Tor öffnet sich mit einem Knall. Ja, im Instrumentarium haben eine Stufe. Finden wir jetzt gleich wieder raus, dass ich den Schwierigkeitsgrad... Nein, er ist auf der richtigen Stufe. Gut. Eine Waffenfähigkeit. Attribute. Ja, ein Deva-Beschwören ist immer schön. Minz kriegt auch eine Waffenfähigkeit. Na ja, komm, Speere. Attribute. Spuren lesen. Ach komm, kriegt er mal einfach Spuren lesen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich denen noch geben soll. So. Dumm. Wo sagt, ja bitte? Dann Minsk, diesmal Spuren. Ihr findet die Spuren zahlreicher Monster. Der Großteil davon sind Externare. Alle Spuren scheinen von der großen Maschine wegzuführen, die sich im Zentralraum bildet. Wow, Minsk kann echt gut Spuren lesen. Ja, wenn ihr es wollt. So, wen begegnen wir hier? Oh, Minotauren. Rock? Und Garrock. Ha, Bruder Nahen sind gekommen, um unseren Schatz zu stehlen. Ich werde ihre Knochen spannen und aus ihren Schädeln Met trinken. Bei allem, was anständig ist, ich kämpfe. Wenn ich der Kuh spreche, frei heraus. Schon? Okay. Ja? Böse. Okay. Ihr zeigt mir wohin. Wo ist noch zu jung und schwer, mit dem Schwert beizulegen? So, Garrock ist tot, Rock ist tot. Gut. Will doch jemand? Oh. Ja, Hira ist ein bisschen. Das war der falsche. Oh, aber ja, Hira ist schon nicht mehr. Ich warte auf euren Befehl.
Vita Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. 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 So, Heilung raus. Gut. Er trinkt dort Streitäxte. Oh, das sieht nach einer tollen Streitaxt aus. Axt der Unnachgiebigkeit. Erhält minus Rüstungsklasse und regeneriert ein Trefferpunkt pro Runde. Ist aber leider nur eine Einhandwaffe. So, und das kann ich leider nicht mehr gerade identifizieren. Egal. Los, schön. Zwei ziemlich große Tresore. Auf geht's. Geht klar. Oh, da ist der Kristallschlägel. Der wurde in dem einen Tagebuch erwähnt. Dieser aufwendig verzierte Hammer ist zu Grazin, um als Werkzeug verwendet zu werden. Außerdem verfügt über magische Fähigkeiten. Schleuderkugeln und Pfeile. Bolzen. Ah, ich bin das ganze Öl losgeworden. Ah, auch gut. Ist was? Okay, okay. Geld, Geld. Und was ist das? Ach, die Seite über Tongolems. Rubinroter Strahl der Aufhebung. Der rubinrote Strahl der Aufhebung zerstört einen Zauberschutz beliebigen Grades. Habe ich jetzt einfach mal reflexartig kopiert. Diese Seite scheint aus einem Buch gerissen worden zu sein. Sie ist unvollständig, aber wenn man über die ganze Seite verfügt, könnte man wohl lernen, wie man Togolems herbeizaubert. Ja, weil im Augenblick kann ich nur Fleischgolems. Ich war euer Wunsch, ist mein Begehr. Gut, was sagt eigentlich das Tagebuch? Ja, der Weg aus Castors Schockwerk. Wie ich ja schon vermutet hatte, steht die Maschine von Lum, dem Verrückten, den Schlüssel da, um dieses Stockwerk zu verlassen. Ich nehme an, dass man mit den Hebeln, Regeln und Knöpfen experimentieren muss, um das Portal zu aktivieren, das in das nächste Stockwerk führt. Bevor ich überhaupt da denken kann, mit diesem höhischen Maschinen herumzuspielen, muss ich das Gefängnis überwinden, in dem Castor eingesperrt ist. Tja, Castor, der Verrückte. Bezeit dich da rauszuholen. Castor, schaut euch voll Sorge an, als ihr euch mit dem... Als ihr euch dem Schützenglas nähert, das ihn umgibt. Wie viele Schläge mit dem Hammer werdet ihr brauchen? Ich schlage nicht gegen das Glas. Nachdem ihr gezwungen seid, stößt Castor einen Säufer der Erleichterung aus. Woher er das wohl weiß? Da scheint die einzige Seite zu sein, welche die Zerstörung überlebt hat. Castor ist dafür verantwortlich, dass ich an diesem höllischen Ort gefangen bin. Ich verfluche ihn täglich. Mein einziger Trost ist, dass mein alter Meister selbst den Glaskäfig nicht verlassen kann, in dem er gefangen ist. Ich habe den Kristallschädel verborgen, damit ihn niemals jemand verwenden kann, um 6-mal gegen das Glockenbehältnis zu schlagen. Aha.
Ihr schlagt sechs auf das Glas ein und dann wartet ihr gespannt. Der magische Käfig beginnt zu vibrieren und gibt einen hohen Summton vor sich. Eine Sekunde später zerfällt der Käfig zu Staub. Na, da fällt er auch runter. Nein! Verschont mich bitte! Ich flehe euch an, tut mir nicht weh! Ich wollte nie jemand Leid zufügen, das war alles die Schuld der Maschine! Ich schwöre es! Ich bin nur ein armer, alter Mann, der in einem Glaskäfig gefangen ist! Jetzt seid ihr nicht mehr so wunderbar. Was geht mir aus den Augen, ihr kriecherischer Wurm? Je mehr ihr jammert und kreischt, desto mehr werde ich es genießen, euch auszuweinen. Ich werde euch nicht töten, Castor, obwohl ihr den Tod für den Taten mehr als nur einmal verdient. Da ich aber eine gutmütige Person bin, kann ich so etwas einfach nicht tun. Erklärt mir, wie man die Maschine von um den Verrückten bedient, und lasse ich euch nehmen. Nehmen wir mal die drei. Danke euch, meine Damen. Ihr seid wahrlich eine gute Seele, wenn ihr meine wertlose Existenz verschont. Nehmt mein Tagebuch. Vielleicht wird euch das dabei helfen, die Geheimnisse dieser höllischen Maschine zu entschlüsseln. Ja. Diese Unterlagen enthalten wirres Geschreibsel und mehr oder weniger verschiedene Kommentare zur Funktionsweise der Maschine von um den Verrückten. Sie wurden von Castor geschrieben, während er in der Maschine gefangen war. In einem Abschnitt beschreibt er die Kontrollen. Ich würde ja so gerne entkommen. Es ist hier manchmal so eng und ich vermisse mein Mammilein so sehr. Es gibt ein interaktives Portal. Ich weiß, dass es durch die Maschine aktiviert werden kann, aber ich fürchte mich davor, es auszuprobieren. Wenn ich recht habe, lässt sich das Portal aktivieren, indem man den dreieckigen Knopf drückt, den roten Regler dreht und den Hebel mittlerer Länge zieht. Aber dennoch wird mich das nicht aus dem verdammten Gefängnis befreien. Also, Dreieckkopf, roter Regler und mittlerer Hebel. Ja, hau ab, Castor. Ja, keine große Herausforderung. Gut. Die Maschine von um den Verrückten scheint jetzt am Boden montiert zu sein. Das bizarre Gerät ist auf allen Seiten mit Hebeln, Rädern und Schaltern und Knöpfen überzogen. Die Maschine von um den Verrückten vibriert vom Macht. Es wird fast so, als ob sie euch herausfordern will, sie zu benutzen. Ihr seid auf jeden Fall davon überzeugt, dass ihr eure Experimente auf die Kontrollen am Hauptschaltbrett beschränken solltet. Selbst so wird das wahllos und Umlegen von Schaltern vermutlich noch immer eine Katastrophe auslösen. Es gibt drei rote Knöpfe, diese sind kreisförmig, quadratisch und dreieckig. Außerdem gibt es drei Regler, rot, blau und grün. Und drei Hebel, einen langen Hebel, einen mittleren Hebel und einen kurzen Hebel. Also ja, Dreieckknopf. Vorsichtig greift ihr nach dem einem der Schalter und dem Metropolitines. Die Maschine klickt, so und vibriert, während sich die magische Energie in ihr aufbaut. Trotz der Energie, die sich in der Maschine sammelt, passiert nichts. Noch nicht. Vielleicht müsst ihr erst eines der anderen Schaltelemente betätigen, um eine Reaktion zu erzielen. Roter Regler. Vorsichtig greift ihr nach einem der Schaltelemente. Ja. Und mittlerer Hebel. Vorsichtig greift ihr. Ja. Bis zu diesem Zeitpunkt nicht aktive magische Träume noch östlichen, in der nordöstlichen Ecke des Raums wird plötzlich aktiviert. Magische Energie umtastet das Portal mit lautem Zischen und Krachen. Der Weg hinunter ins nächste Stockwerk ist frei. Ja, gut. Das war die eine Sache. Wir haben hier allerdings immer noch die Schrift. Ja, handgeschriebene Notiz. Das ist auch von Lum. Das ist auch von Lum. Das ist auch Lum. 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 Und Lum. Das ist eine gekritzelte. Und die handgeschriebene Notiz war aus dem ersten Stockwerk von dem Schreiber. Gut. Das heißt, wir haben hier noch 7 Kombinationen, die wir ausprobieren können. Ich werde eine nach der anderen ausprobieren. Die Ruhe vor dem Sturm. Mittleres grünes Dreieck gibt Sturm in die Hand. Also mittlerer Hebel, grüner Knopf und Dreiecksknopf. Okay. Mittlerer Hebel. Grüner Regler. Dreiecksknopf. Ein Gegenstand taucht in eurem Rucksack auf. Ein Streitkolben. Sturmstern.
Okay, das heißt, das hier ist schon mal erledigt. Was ist das jetzt? Zäher Bursche, langer roter Kreis ist jetzt Zäher Bursche, langer roter Kreis, also. Langer Hebel. Roter Regler. Und Kreis. Hat einen Punkt Konstitution gewonnen.